Onkel, was ist denn da los? Wird das jetzt hier ein Brotporno? Ich weiß nicht, ob meine Filme, die ich mache, in die Kategorie Foodporn hineingehören, aber ich kann dir sagen, ich möchte dir anbieten, ich sag dir gar nicht, guck dir bitte dieses Brot an. Die Farbe ist doch mächtig, oder? Eine richtige Kruste dran, so. Könnte noch ein bisschen dunkler sein, aber ich mag dieses Brot so. Ich kann es gut beißen, das macht mir Spaß. Sesam drin, Kümmel drin, Graubrot. Der Graubrotteig hat bestimmt 4, 5 Tage gebraucht. Ich hatte auch noch jetzt 2 Tage im Kühlschrank zum Nachreifen. Und ich kann dir sagen, ich freue mich auf die gesalzene Butter, auf den Frühlingsquark mit den Schnittlauchspitzen. Ich möchte heute basisch sein. Die Wärme kommt, muss meine Ernährung umstellen. Ich habe 3, 4 Tage kein Brot, kein Nisch, gar nicht gegessen. Und nur Gemüseplunder und Fleischplunder und Plunderplunder. Und ich freue mich auf dieses Brot. Ich werde dieses Brot am Wasser einatmen. Ja, muss noch ein bisschen abkühlen. Also, auch heute gibt es wieder nichts zu meckern. Und dieses Video ist für Veggie-Kumpels gut geeignet.